Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Hydronia. Beim letzten Mal haben wir gesagt, haben wir die Edelsteine sortieren lassen. Wir haben sie verdichtet. Und somit haben wir jetzt da eine gute Kohlequelle. Was mich stört, ich habe das Problem, ich kriege nicht schneller den Dreck aus dem Boden und würde gern tiefer graben für bessere Resources. Jetzt habe ich aber wieder ein Problem, ich habe nur einen Bohrer. Also wenn es irgendwo noch einen Bohrer zu kaufen gibt, bitte sagt's mir's. Ich finde keinen. Ich denke mal, da müssen wir nach Icehelm. Warte mal, legt ihr eine Karte? Ja, Icehelm, so mittig, ein bisschen über der Mitte von der Karte. Da ist dieses Forge. Ich weiß nicht, ob die neu ist oder nicht, aber die Forge gibt es dort und. Ich will dir keinen Saustall hinterlassen. Ich lasse das wieder seltsam weiß zerploppen. Passt. Ja, und jetzt habe ich das Problem. Wie genau funktioniert die Forge? Und genau das werden wir uns jetzt anschauen. Ich weiß es ungefähr. Dafür brauchen wir aber eine Waage. Dann sage ich mal, eine Kohle wieder daherzahlt. Wir werden uns jetzt eine Waage holen. Zack. Dass wir nicht komplett planlos in der Gegend rumrennen. Das ist nämlich praktisch der zweite Stat. Stat. Was diese Materialien und alles haben. Außer, dass sie Münzen bringen, wenn man es verkauft. Das liegt da, man muss halt da nicht Bahn bringen, sondern, weil die Bahnen sind eben unterschiedlich groß, je nachdem, wie viel man gerade schmelzt, das wissen wir ja mittlerweile. Vom Wert her genauso, auch vom Gewicht. Man braucht unterschiedliche Gewichtssachen von Materialien, um das zu schmelzen, muss ich zuerst die Vorlagen kaufen. Eine Vorlage habe ich vorher schon gekauft, zeige ich euch dann. Jetzt sind wir mal schauen. Packt man sich mal da ein. Und überlegen wahrscheinlich wieder völlig übertrieben lang, unnötig lang sogar, wie wo man die Waage hinstellen, weil es gut ausschauen muss. Oh warte, Bohrer ist kaputt. Der muss laufen, auf jeden Fall. Der darf nicht. Er darf nicht stillstehen. Maschinen muss reiner. Hat 31, den habe ich gerade repariert. Oh, nicht repariert, den ist auch schon kaputt. Auch schon wieder. Dann habe ich ihn da noch. Reisen, ja, einmal reparieren geht sich noch aus. So. Jetzt haben wir das Problem. Der ist schon fast voll, das werden wir jetzt mal schauen. Wir brauchen. Ich habe ein Eisschmiedeisenes Masterpiece, ähnliches, leck mich am Arsch, was er sich, was das ist, kauft. Und würde jetzt gern wissen, wie schwer sind meine Sachen. Warum? Ja, komme ich da nicht hin? Warum genau geht das nur 90 Grad verdreht? Dann kann ich auch nur so drehen. Okay. So. Das könnte theoretisch auch. Ne, da nicht. Da drin durchschmieden. Da, hier. Wie machen wir das her? Ich stelle es mal da her, weil da gerade so ein Platz frei ist. So. Münzen und Gewicht. Sonst lernen wir mal so ein Bahn daraus. Kommen wir her da. Lassen wir mal so ein Bahn rein. Dass er mal ein Gespür dafür kriegt. Boah, der hat 127 Gewicht. Das ist jetzt ein bisschen wenig. Wenig im Sinne von, natürlich, das ist viel, relativ viel. Aber ich habe das Problem, dass ich mir auf der Internetseite geschaut habe, ich brauche 300 Iron Units, Weight Units heißt das, ist WU, für einen Iron Drill Masterwork Design. Für den Harvester brauche ich nur 100, die hätte ich schon. Der Harvester kann aber noch so gut sein. Da bringt mir nämlich nichts, wenn das die Rohstoff zu langsam nachkommt. Das heißt, wir bräuchten da mehr. Das ist Gold jetzt gewesen. Gut, ich brauche aber jetzt kein Gold. Ich brauche ein Eisen. Machen wir einen Bahn. Abbiegen. 150, das heißt, wir brauchen noch einen zweiten Bahn, der absolut übertrieben schwer sein muss. Ich lasse ihn mal da liegen. Der Rest ist mit dem Klotium-Zeug, oder wie das heißt, Klot irgendwas, warte mal, mach mal. Klotium-Bahn, ja. Gut, von dir habe ich sowieso bei weitem noch viel zu wenig. Das liegt aber auch daran, weil ich an der Oberfläche grab und wenn man weiter unten grabt, kriegt man mehr Resources raus.
Heißt, da wir laut dem Internet, Liste, was ich gefunden habe, nur Eisen brauchen und Clodium, können wir mit Kupfer, mit Gold derweil weiter Kohle scheffeln. Das heißt, wir werden jetzt Kohle scheffeln. Kann ich eigentlich mit diesen Rohren hier irgendwas machen? Kann ich die, wenn ich die nicht mehr brauche, irgendwie, weiß nicht. Fasse, gehst auch schmelzen oder? Das wäre echt interessant, ob ich mit denen irgendwas tun kann. Ob ich die einschmelzen kann nochmal oder so. Nicht gehen, ne? Das habe ich dann noch nichts gefunden. Ja, da schmilzt. Das wäre schön, weil ich ja eh so viele von dir habe. Jo, heißt so viel wie, wir brauchen 300 Eisen. Das noch einmal, so viel Eisen kommt Gott sei Dank eh relativ schnell. Jetzt haben wir aber nicht so schnell dann auch wieder, nicht? Aber relativ schnell. Dann werde ich hier mal Kohle scheffeln. Mein Edelstein. Den habe ich mir auch schon preist, ja. Muss ja eine Riesenkette werden wieder bei dem Edelstein. Naja, so riesig ist es nicht geworden. Gut. Was machen wir jetzt? Ich gehe die verkaufen. Dass wir ein bisschen Kohle noch reinkriegen. Und dann brauchen wir Eisen. Somit muss ich warten. Also ich warte jetzt, bis das Eisen voll ist und dann marschieren wir zu Icehelm rauf. Okay, ja, das werden wir machen. Hört sich gut an. So, da sind wir wieder. Zurück mit Eisen im Wert von 3758 Hydronir Bucks, Münzen, was weiß ich. Und 313 Kilo Gewicht. Das werden wir jetzt nehmen. Um eh so einen unnötigen Kübel rumstellen, den wir jetzt hier nicht mehr wirklich brauchen. So, nehmen wir das mit. So, dann werden wir sich jetzt einen neuen Bohrer schmieden, weil der jetzige geht mir auf den Sack. Erstens ist er langsam und zweitens habe ich das Problem, dass der dauernd kaputt wird. Ich weiß nicht, ob die anderen länger halten oder nur mehr fördern, aber ich hoffe, sie halten länger. Ich habe gerade gesehen, es gibt auch Logik-Reparaturstationen, aber ich habe mich mit der Logik noch nicht beschäftigt. Das dauert noch ein bisschen länger. Das heißt, wir werden hier jetzt einfach mal einen zweiten Bohrer besorgen. Wenn man da dauernd reparieren müsste, wie blöd ist das halt auch nicht lauernd, aber da kann man jetzt nicht wirklich was machen. Ab nach Ironforge, oder Icehelm, wie es hier heißt. Wirkt nur wie Ironforge. Ja, die Leertaste übrigens ist eine Handbremse, ist anscheinend. Das Problem ist halt nur, dass man nicht viel merkt davon, aber gut. Kann man eigentlich sterben in dem Spiel? Wenn ich jetzt in das Lava renne, springt der Maxel weg so und schiebt mich weg so und macht so. Da ich aber, ich bin allgemein immer skeptisch in Spielen, wo ich keinen Lebensbalken habe, denke ich mal eigentlich irgendwie. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt viel sterben kann. So, jetzt zeige ich euch das alles da mal. Und dann mal auf gleich kommen alle. Ich habe hier so einen tollen Bohrer stehen. Also, ja, das ist mein Bohrer. Das ist mein schmiedeiserner Bohrer im Meisterwerksdesign. Ja. Ein meisterhaftes Konstruktion, lege ich sie auf den Armbrustding. Die Teile müsst ihr darauf stellen. Das ist praktisch die Vorlage. Wenn ich es schaffe, dass ich ihn halbwegs schön hinstelle, wäre es auch noch toll. So. Braucht 300. Es steht nicht da was, aber es steht im Namen. Wenn da steht Schmiedeisen, dann ist Eisen. Wenn Klotium steht, ist Klotium. Zumindest wirkt das jetzt so. Hier bekommt ihr ihn da hinten. Bei Tools and Equipment. Gibt es auch Förderbänder und so, die sind aber nur dafür da, wenn man. Oh, eine Palette hätte es da auch gegeben. Sockel präsentiert den Edelstein. Cool. Ich hoffe, uns auch für die Bahn. Hier auf jeden Fall ist alles. Das ist ein Eisenbohrer. Glotiumbohrer. Druckverstärker-Design. Glotium-Druckverstärker. Schmiedeeisen, Erntemaschine. Klotzium-Erntemaschine. Ich weiß nicht mehr, was das macht.
Eine meisterhafte Konstruktion, Legacy auf den Arm. Ja, bla bla. Was macht das Teil? Können wir rausfinden. Nachher. Ihr habt ja normale Kaufsachen, eben weil sie hier auch bauen können, sind hier die Standardsachen. Alles in Stufe 2 natürlich. Ich habe Stufe 2 Schaufel schon gekauft. Wenn jemand den Unterschied weiß, wäre ich dankbar, wenn man es so sagt. Mit der Stufe 2 Schaufel brauche ich genauso viermal in die Erde stecken und in einen kleinen Kübel reinhauen. Wie mit den anderen. Jedenfalls sitze ich hier am Rand nochmal die Anleitung. Phase 1, Muss er drauf. Phase 2, Mats rein. Phase 3, Hebel ziehen. Phase 4, Profit. Also Gegenstand. Probieren wir das mal. Nehmen wir das mit. Ich habe hier den Gegenstand oben stehen. Hier ist der Amboss. Ich glaube, wenn man zu viel reinhaut, kriegt man es auch wieder. Wurde mir mal erklärt. Nochmal. Dreimal. So, theoretisch müssen wir jetzt nur mal den Hebel ziehen. Leckarsch, geht das schnell. Vor allem so simpel. Theoretisch gießt er das da rein, der macht die Form draus und hier. Ja. Hier sollten da kommen dann die überschüssigen Materialien wieder raus. Das müsste so ungefähr 13 Kilo haben, das Teil. Kann ich jetzt nicht feststellen, da ich jetzt keine Kilo, keine Waage hier habe. Aber Leute, wir haben einen Bohrer. Ups, wir haben noch einen Bohrer. Wir können unsere Produktion mindestens verdoppeln. Stufe 1 Bohrer arbeitet schneller mit Wasserdruck, nimmt Schaden, je tiefer du gräbst, desto besser die Rohstoffe. Ja. Es steht eigentlich das gleiche da wie beim anderen. Das ist wahrscheinlich auch das Schmiedeiserne Bohrer, ist wahrscheinlich auch das gleiche. Aber für den anderen brauchen wir Glotium-Bahn. Die habe ich aber nicht. Und die kriegt man natürlich, wenn man tiefer graben. Aber ich wollte jetzt nicht meine. Das ist so mein Iron Backup, ja. Die Station, die ich jetzt baut habe, werde ich so nicht angreifen mehr viel. Sie erweitern eventuell. Und was ein Förderband zu beschanzen, dass mehr Mats draufkommen. Aber ich werde sie nicht abreißen, zumindest habe ich es nicht vor. Das liegt daran, weil es einfach einen konstanten Geldflow gibt. Ich kann mit der, was ich jetzt habe, wirklich die ganze Zeit, ich muss halt warten. Man kann das Spiel ja auch mal nebenbei rennen lassen. Steam Remote geht sogar am Handy. Das Problem ist nur das Reparieren, sonst könnte man es einfach rennen lassen. Aber mit genug Repariersachen, da kann man es, glaube ich, sogar vom Handy aus und bringt man es hin. Ich habe es zumindest bei anderen Spielen vom Handy aus hinbekommen. Ich habe es hier noch nicht probiert, sage ich gleich. Und mit Steam Remote müsste das eigentlich gehen, wenn nicht, anderen PC. Bei mir zum Beispiel hier, ich bin im Keller. Laptop oben im Wohnzimmer, das, wenn das nebenbei rennt, stört es kein Hund. Und man kann die ganze Zeit immer wieder einfach nur reparieren, damit da weil Mats da sind, wenn man am Abend dann zum Serious Business geht. So, jetzt würde ich gerne. Wenn jemand weiß, ob diese Schmelzöfen, wo ich da rein transportiere, kaputt werden können, sagt, schreibt es uns bitte in die Kommentare. Der mich nämlich interessieren. Ich weiß nicht, ob die irgendwann kaputt werden können. So, stellen wir da mal daher. Hau einfach runter. Hallo? Das ist ein Schmiedeisener Bauer, das sieht man bei dem nicht, aber die schauen eigentlich identisch aus. Das wird der gleiche sein. Ich hatte jetzt nämlich so eine Idee. Ich könnte den Bohrer theoretisch ja versuchen, hier herzustellen. So. Da geht natürlich nichts, aber der Bohrer nicht. So, hierher. Und dann mit einem schräg nach oben Teil das Förderband davor hinstellen und das dann im Endeffekt wieder dazu rauffallen lassen. Ich stelle mal da ab. Weiß wurscht ist. Das wäre theoretisch möglich. Dafür bräuchte ich hier ein T-Stück. Blöd ist, weil es so eng ist alles. Ich krieg den da. Den habe ich auch da reinbracht nebenbei. Der letztens nicht aufgegangen ist. Jetzt geht die Türe, warum auch immer.
Der wird nicht den vollen Druck abbringen, wobei das hier sowieso irgendwie unnötig ist, oder? Dann 84. Dann 38, das wäre, es ist wahrscheinlich eh wurscht. Wir bräuchten noch so ein Förderband, bevor wir da jetzt die ganze Konstruktion neu machen. Das heißt, ich hole mal geschwind ein Förderband. Ich habe das nämlich wirklich vor, mit dem Förderband darauf zu leiten und beim ersten dazu zu werfen. Ich mache jetzt hier keinen Cut rein, weil das ist jetzt ja nur ein bisschen Fahrt dieses Jahr, okay. Aber es ist für mich logistisch dann mit den Dateien ein bisschen blöd. Ich muss jede Datei einzeln zerlegen, einzeln wieder entrauschen, etc. Dann fürs Let's Play, dann für das Video selbst. Wenn ich eine der größeren Datei habe, geht das leichter, weil ich es einmal machen muss alles. Und das Problem ist nur, wenn ich dazwischen lange nichts rede, der nimmt dann, erhöht das dann auf den Durchschnitt von der Lautstärke her. Und mit viel stille Passagen drin ist dann die Gesamtlautstärke irgendwie nicht lauernd. Das ist nicht gut dann. Und von daher werde ich das. Mache ich das anders. Offen. Wenn man sich aber noch geschwind eine Bodenplatte mitnimmt. Wenn wir nicht. Wir haben ja noch die einzelnen Steine. Für so einen Ausläufer reicht ein einzelner Stein. Daran ist wurscht. So. So. So merke ich es mir nicht, dass ich in die andere Richtung drücken muss, als ich will, wenn ich rückwärts fahre. Wirklich. Ich fahre im echten Leben so gern rückwärts. Bin schon ganze Hauptstraßen rückwärts gefahren. War aber ein Blödsinn damals, aber ich mag rückwärts fahren über drei Spiegel. Was soll schief gehen? Rückwärts gehen Autos auch 50er. Von daher. Die, also meine halt. War zwar nicht intelligent, was ich da gemacht habe, aber es war witzig. Aber im Spiel check ich es nicht. Ich drücke immer die falsche Taste zuerst. So. Wenn wir sicherheitshalber gleich wieder schlafen gehen, weil das dauert immer so lange, bis es dann hell wird. Falsche Richtung. So, testen wir das mal. Wir nehmen den. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, müsste das jetzt eigentlich ja recht gut einfach funktionieren. Warte mal, theoretisch reicht mir ein T-Stück aus, um das hinzubringen. Zack. Daher. Hammer. Ja. So, wenn ich hier so ein T-Stück ran mache, müsste der auch versorgt sein. Nein. Y. Hm. G. Ja, besser so. 238 ist das der gleiche Druck. Ja, das passt. So, dann stellen wir den zur Seite. Der rindet zwar aus, was mir jetzt wurscht. Nehmen wir so einen Stein. Wir brauchen da ja nur einen Stein. Das ist ja nicht so super tragisch. So. Lass mich raten. Das funktioniert jetzt wahrscheinlich wieder nicht, weil es verkehrt steht. Oder ist das wurscht? Scheiße. Geht nicht. Ich habe vergessen, der Anschluss ist ja auf der anderen Seite. Sonst muss ich wieder alles über Förderbänder jetzt machen. Das will ich jetzt auch nicht. Nehmen wir den weg. Nehmen wir das hier verhunzt. Das nehmen wir auch weg. Den oben da wieder rein. So.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist wurscht. Ich will, dass das so funktioniert. Ich überlege mir gerade, wie ich hier den vollen Wasserdruck beibehalten kann. Mit einem von Ding. Da müsste ich hier irgendwo eine Abzweigung reinmachen. Hier ein T-Stück, das rübersetzen. Gerade Stücke noch. Nur die T-Stücke überall. Das ist wieder Gas. Scheiße. Naja, theoretisch funktioniert ja das wenigstens, ne? Ja, das läuft. Das sollst du rüberwerfen. Gut, das läuft. Fehlt jetzt eigentlich nur mehr das Ding, damit das auch wirklich klappt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das. Ich baue das mal kurz mit grindige Rohre. So müsste das her. Dann müsste der da rüber, irgendwo hier. So. Ah, ist scheiße. Ist völlig scheiße. Geht sich nicht gut aus. Haben wir ein T-Stück da. T, gerade, Kurve. Gerade Kurve. Kurve haben wir. T-Stück haben wir auch. Besser wäre vielleicht noch Gleichenteiler. Dass das nicht ganz so blöd kompliziert wird, das Ganze. Hier haben wir. Könnten wir den. Soll er einen Boden bohren? Ich glaube, das geht. Hier. Und der müsste so einen Rüberlenkteil haben. Anschließend müsste ich den mit einem T und einem Winkelstück. Ja, der verliert ein bisschen Druck dann. Das ist ja wurscht, weil hier der gibt eh voll Druck raus. Tun wir den mal weg. Naja. Funktionierst du? Nein, tust du nicht. Wahrscheinlich ist das hoch. Scheiße, habe ich schon komplett verhunzt wieder. Also theoretisch müsste das ja gehen, wenn ich da drunter die Erde ein bisschen hochgrab, dass der nicht in der Luft sitzt. Müsste das ja eigentlich funktionieren. Na, Trottel. Läuft. Was ist das lieb? Das funktioniert. Dann brauchen wir noch ein so ein Rüber-Du-Teil. Ich weiß nicht. Bitte Leute, wenn ihr wisst, ein bisschen genaueres über das Ganze, dann schreibt mir das. Ich kenne die Mechaniken im Hintergrund nicht. Reicht das, wenn der Typ nur ein bisschen Boden berührt, oder bringt das was, wenn er mehr Boden berührt? Weil dann muss ich da zuerst irgendwie zuerst was hinmachen. Man kann den nachher einfach weggeben. Natürlich auch noch einfacher. Da einfach Erde hingraben. Weil man kann den ja eh in die Erde stecken dann. Und was in der Mitte da an Erde hochsteht, spielt sowieso keine Rolle, weil sich der kein Hund mehr. So. Die Schaufel, wie ich sagte, ich merke keinen Unterschied. Sie grabt mehr weg. Das fällt mir schon auf. Das nimmt mehr weg im Allgemeinen. So. Gut. Das schaut schon gut aus.
mal alles befestigen. So, schaut lauern aus. So, dann haben wir nochmal geschehen, was ist kaputt, kaputt bald wieder. Adresk. Sich. Ja, läuft. Scheiße. Scheiße! Und Förderbänder, verdammte! Weil hier geht es jetzt um nichts, es ist wurscht, was ich zusammenbaue. Das geht jetzt einmal nur darum, dass das Ding überhaupt läuft. Wieder meinen Hammer jetzt hingeben. Nicht mehr. Stück. Winkelstück. Und irgendein Stück mit Stopsel. Stück. So, genau. Jetzt haben wir noch einen Stopsel hier irgendwo. Stopsel! Stopsel? Ah, da. Stopsel. So, dicht. Der Druck ist okay und der Druck da wird. Es wird reichen. Das ist hier wirklich jetzt nicht. Geht wirklich nicht ums letzte Millimeter. Ich will nur, dass das Ding mal läuft, dass ich mal wesentlich schneller Resources rauskriege. Sonst haben wir das alles befestigt. Ja. So, jetzt holen wir sich so ein nach rechts Laufband. Na, gerades mit. Und wir düsen, weil ich will, dass das nach rechts rennt, dass das mit drauf rennt. Der Verdichter wird das schon hinkriegen. Ah, da. Die Erntemaschine wird es schon hinkriegen und dann holen wir sich auch die. Upgraden das. Na, upgraden tun wir sie nicht. Wir upgraden das zu die Clotium-Dinger, aber wie gesagt, der Part hier ist jetzt eigentlich größtenteils zwecks Upgrade, zwecks Eishelm, wie es funktioniert etc. Das wissen wir jetzt. Wir werden diesen Verdichter dann mal herstellen. Mal schauen, was der macht. Bam, wir stehen. So, wo können wir hin? Wo können wir hin? Da können wir her. Förderband nach rechts. Ist das jetzt? Es kommt raus und geht rüber. Ja, dann brauche ich das. Ich dachte aber gleich. Ich nehme nach links auch mit. Das liegt daran, weil ich schon ein paar Mal eingefahren bin mit meiner Meinung. Aber ich denke nach rechts, das sieht man. Nach rechts und links immer so eine Definitionssache, wie der Entwickler was sieht. Aber wenn ich mal anschaue, wo die. Ich wollte gerade sagen. Sehr ähnlich. Bin ich froh, dass ich mehr gekauft habe. Ist wieder rot vom. Nee, hat ihn noch Power. Jetzt haben wir es gleich. Theoretisch haben wir unsere Produktion verdoppelt mit dem. Ich glaube, die Erntemaschine selbst hat nicht irgendwie ein Limit, wie viel Dreck sie reinkriegt oder wie viel nicht. Könnten noch einen dritten auch hinstellen. Yay, das mag ich. Vor allem, wenn beim Aufstellen der so einen Affenzahn drauf hat, dass er wirklich mal noch gleich wieder auf der anderen Seite liegt. So. Was haben wir hier? Nach rechts. Nehmen wir mal nach rechts. Tschuck.
Gut aus. Haha, läuft! So, dann müssten jetzt eigentlich doppelt so viele immer durchkommen. Nur zwei. Steppert, wenn wir dann dritten dazu stellen, geht's noch schneller. Vor allem hier auf dem Förderer. Es wäre hier gleich noch ein Raubförderer und hier noch ein Bohrer. Das könnte man wirklich machen, aber dann müssen wir zuerst genug Eisen zusammenkriegen. Wagentechnisch. Dann brauchen wir bald wieder Kohle. Kann man das mal ausleeren? Ich muss das immer noch regelmäßig ausleihen, weil ich nicht weiß, ob ein Bahn zu viel haben kann. Geht das überhaupt? Dass ein Bahn so schwer ist, dass da nichts mehr, alles was reinfällt. Aber solange es nicht verschwindet, ist mir ja wurscht. Das Problem ist, das weiß ich ja auch nicht, ob das verschwindet. Schaut gut aus. Gut, also, wir haben Upgrade für zwei Bohrer. Wir bräuchten das mit Klotium, dann bräuchten wir... Klotium braucht man. Mein schlaues Handy. 300. Gut, wir werden uns... Iron Intake Booster heißt das Teil eigentlich auf Englisch. Ich glaube eigentlich fast, dass das jetzt fürs Wasser was ist. Ja. Wir werden das so lassen. Wir werden den Part hier mal. Ja, ich weiß nicht genau. Ja, schauen wir sich den Verdichter noch an. Ja, schauen wir uns den Verdichter an. Okay. Ich hole Kohle, fahre zur Eishelm, dann sehen wir sich. Gut, angelangt in Iron Forge. Also, Eishelm. Kaufen wir sich mal. Wir könnten sogar den, dann haben wir die Matze nicht. Kaufen wir sich mal diesen Ding. Ich glaube, das hat mir Wasserdruck am Hut. Ich habe schon einmal in diesem Spiel hier eine ziemlich behinderte Übersetzung gehabt. Da muss man das Spiel besser auf Englisch schalten. Dann ist das Ganze wesentlich einfacher. Aber jetzt werden wir mal schauen, ob wir das Ding machen können. Ich habe einen Bahn mitgehabt, der hat 99 Kilo. Was ihr wissen solltet jetzt noch, ist diese Vorlagen hier, die gehen anscheinend nicht kaputt. Das heißt, ihr könnt's problemlos an jeden nur einmal kaufen und die Geschichte ist erledigt. So, jetzt gehen wir da ab. Jawohl. Boom. Sagen, wo ist er? Und das erhöht den Druck im Anzugraum 20%. Vier kann man, glaube ich, zusammenschließen. Das werden wir noch probieren, bevor. Da ist der Part hier zu Ende. Dann werden wir mal schürfen, Löcher, ein Loch graben. Und ihr seid im nächsten Part wieder mit live dabei. Wenn wir da Löcher, ein riesiges Loch graben, wo man vielleicht irrsinnig tief runterkommt. Nicht, also vielleicht, wo man irrsinnig tief runterkommt. Und werden mit dem dann, falsche Richtung, da unten auch mal eine Bohrer hinstellen. Bis dahin sollten mehr als genug Eisenbahnen hier vorhanden sein. So. Ehrlich gesagt bin ich nämlich gleich zu Fuß hergegangen, weil das andere war mir dann doch zu anstrengend.
Komm schon ein bisschen schneller. Theoretisch pappt man das jetzt ans Ansaugrohr. Ich weiß nicht, ob ans Ansaugrohr oder an Rohr davor. Und theoretisch müsste sich der Wasserdruck ändern. Hoppala, Mikro kaut. So, schau mal. Jetzt weiß ich, warum maximal 4. Da steht schon ordentlicher Druck an. Jo. Also Leute, das war's. Der Druckerhöher erhöht nur den Druck im Ansaugrohr. Kann man machen. Oder auch nicht. Ich habe es jetzt mal gemacht, weil ich habe das Problem, dass ich dann noch weiter nach vorne bauen werde. Irgendwann der Wasserdruck. Ja gut, anders mit den Dingen kann man es eh regeln. Aber das ist der allgemein höhere Druck, damit das die Dinge auch schneller arbeiten. Vermute ich jetzt. So. Also von daher hat sich das erledigt. Wir haben einen zweiten Bohrer crafted. Wir haben mit dem jetzt auch schon, sind auch schon angeschlossen und voll im Betrieb. Wir haben den Druckerhöher getestet. Da hinten hier den Druck jetzt erhöht. Und das war's. Das reicht für den Part. Es gibt noch einiges, was ich tun will. Und ja, aber heute ist mir zu spät. Gut, Leute. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment nicht vergessen. Bis dann und ciao.